Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Freitag, der 8. März, also Weltfrauentag. Und ich war gerade Nägel machen und einkaufen und habe mir und meiner Freundin, die ich dann gleich sehe, Blumen gekauft. Und jetzt stehe ich hier gerade in meinem halbleeren Schlafzimmer, weil da im Moment kein Bett drin steht, weil mein neues Bett dann gleich kommt. Zusammen mit einer neuen Kommode fürs Wohnzimmer und auf die Kommode kommen dann auch die schönen Blumen, die ich mir gerade gekauft habe. So, ich habe den Mittag dann mit Möbelschleppen verbracht. Die neue Kommode steht jetzt hier im Wohnzimmer und das Bett steht noch nicht aufgebaut im Schlafzimmer. Und ich muss jetzt erstmal eine kleine Pause machen und werde mir jetzt auf Netflix das Ende von Pitch Perfect angucken, nebenbei mein Muffin essen. Und mich dann fertig machen, weil wir heute Abend Frauentag feiern gehen. Bei diesem Film, ne? Pitch Perfect, der erste Teil. Bei der also es ist nicht ganz die Schlussszene, aber wo sie halt den großen Auftritt haben und sie dieses Lied für ihn singt, da habe ich Pippi in den Augen. Es ist so schön. So, ich bin jetzt fertig geschminkt, ziehe dann aber natürlich noch was anderes an. Aber ich muss jetzt erstmal losmachen, weil ich habe jetzt meinen Leseclub. Also mein Lesezirkel für Erwachsene in ungefähr einer Dreiviertelstunde. Und danach werde ich mich dann ready to go machen. Hallo, es ist Samstagabend. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Möbel aufzubauen, Schränke wieder einzuräumen und Schlafen abzuholen. Und mehr habe ich auch nicht gemacht. So. Ich habe gestern übrigens abends dann noch einen wunderschönen Film auf Netflix geguckt. Tanz ins Leben oder so ähnlich kann ich sehr empfehlen. Vor allen Dingen bemerkenswert, Harry Potter Schauspieler in echt richtig, richtig tollen Rollen. Ich stehe gerade in meinem neuen Schlafzimmer und das wollte ich euch einmal ganz, ganz kurz zeigen, was ich hier quasi die letzten Tage gemacht habe. Und dann möchte ich frühstücken und dann kommt eine Freundin zu Besuch. Vielleicht können sich ja noch einige erinnern, wie es vorher aussah. Ich finde, jetzt hat es irgendwie schon mehr noch ein bisschen was von einem Schlafzimmer. Also mein Arbeitsbereich ist jetzt gleich hier vorne. Das ist mein Kleiderschrank, mein Aktenschrank. Und dann ist hier mein neues Bett. Und ich finde, es hat schon ein bisschen was mehr von einem Schlafzimmer, als es vorher war. Die Matratzen sind leider unterschiedlich groß. Aber ich habe mir überlegt, es ist gar nicht so doof. Ich schlafe immer auf der höheren und wenn die Kinder dann kommen, ist es für die schwerer, auf meine Matratze hochzukommen. Und dann habe ich vielleicht wenigstens ein bisschen mehr Platz. Mal gucken, ob der Plan so aufgeht. Ansonsten, who cares, ne? Genau. Bin ich sehr, 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 sehr glücklich und zufrieden damit. So, meine Freundin ist weg und ich habe jetzt gerade die Gruppencoaching-Session für heute Abend vorbereitet. Und zwar ist das ganz schön. Die Gruppe, mit der ich heute Abend arbeite, die beiden kennen sich schon aus dem vorangegangenen Coaching. Da konnte ich das Ganze so ein bisschen individueller gestalten. Die haben jetzt zum Beispiel auch in der ersten Woche des Gruppencoachings beide was anderes gemacht, weil das bei denen gerade ein wichtiges Thema war. Und jetzt kommen sie wieder zusammen und ab der zweiten Woche machen sie jetzt wieder dieselben Aufgaben. Und in dem Live-Call, den wir heute zusammen haben, heute Abend, wo wir uns sehen, bereite ich sie quasi auf die Aufgaben der nächste Woche so ein bisschen vor. Wir machen schon so ein paar angeleitete Übungen zusammen, weil es manchmal noch der einen oder anderen Frage bedarf, um für sich einige Dinge klarzukriegen. Und ich freue mich sehr. Ich finde das immer super schön, wenn ich dann die Mamas so über die Zeit einfach kennenlerne und man dann auch gemeinsam rausfindet, was sind so die Punkte, an denen man drehen kann. Und du dann einfach auch die Veränderung siehst, die langfristige positive Veränderung. Das ist für mich wirklich tatsächlich so das Schönste. Und genau, ich mache mir jetzt aber was zu essen. Und eigentlich wollte ich heute gerne spazieren gehen, aber es regnet, regnet, regnet seit Tagen. Was übrigens unglaublich ätzend für diese Frisur ist, weil wenn dieses Pony mit ein paar Tropfen Regen in Berührung kommt, explodiert es einfach. Aber meine Friseurin hat gesagt, ich habe ja so eine Naturlocken drin, aber so, ich komme mit denen nicht klar. Also die irgendwie, ne, das ist nichts Schönes, deswegen glätte ich das immer. Wenn ich schon das richtige Shampoo benutze und die dann auch richtig pflege und bearbeite, könnte ich auch eine coole Lockenfrisur haben. Und dann wäre das bei so einem Wetter wahrscheinlich nicht mehr ganz so ätzend. Das wollte ich sie mal fragen, wenn ich das nächste Mal da bin,
ob wir mal den gesamten Prozess zusammen machen und ich am Ende des Friseurbesuchs schöne Locken habe. Bin ich schon sehr gespannt, da will ich noch ein bisschen warten. Jetzt muss ich erstmal noch wieder ein Stückchen wachsen lassen. genau, so, es gibt jetzt erstmal was zu essen und dann gucken wir mal weiter. Es steht noch einiges auf dem Plan heute. Wie gesagt, spazieren gehen werde ich mir dann, glaube ich, verkneifen. Aber mal gucken, vielleicht hört es auch noch auf zu regnen, wer weiß. Wisst ihr, was ich an kinderfreien Wochenenden so toll finde? Ich kann einfach mitten am Tag einen Film gucken, einen ganzen Film, nicht nur so einen halben, sondern so einen ganzen Film. Ich muss jetzt das machen, was wirklich so meine Hassaufgabe ist. Dazu brauche ich einen Locher, weil ich jetzt meine lose Blattsammlung in meine Ordner abhefte. Und das ist wirklich etwas, was ich Monate vor mir herschiebe, weil ich das hasse wie die Pest. Ich mache das echt nicht gern. Ich finde das furchtbar. Ich habe gerade überlegt, ach, das ist mein Kopfhörer. Ich habe gerade überlegt und habe die Frage gerade auch schon auf Instagram gestellt. Es ist ja nun sonntags und es ist gleich 5:30 und ich arbeite immer noch an meinem PC am Sonntag. Ich habe ja auch schon heute Morgen angefangen zu arbeiten. Und da hat sich mir die Frage gestellt, was macht ihr denn sonntagmorgens und warum macht ihr das? Und auch so im Gegensatz, was macht ihr montagmorgens und warum macht ihr das? Und wenn ihr da Lust habt, dann schreibt mir das jetzt super gerne mal in den Kommentaren. Das würde mich sehr interessieren, weil ich ja ein anderes Leben lebe als die meisten von euch. Dadurch, dass ich jedes zweite Wochenende kinderfrei habe. Dadurch, dass ich selbstständig bin. Und deswegen würde mich das tatsächlich echt mal interessieren. So, ich bin jetzt erstmal fürs Erste fertig. Ich habe gerade noch ein paar Instagram-Beiträge geschrieben und werde mir jetzt erstmal was zu essen holen. Ich wollte das eigentlich mit einem Spaziergang verbinden, aber es regnet aus Strömen. Also so wirklich so, es gießt einfach. Und normalerweise habe ich damit eigentlich kein Problem. Ich würde mich dann halt einfach entsprechend anziehen. Das Problem ist nur, wenn ich da dann nachher reinkomme, ist meine Frisur komplett explodiert. Und ich habe aber keinen Bock, mir heute Abend nochmal die Haare zu machen. Und ich muss dann noch ein bisschen gescheit aussehen. Deswegen fahre ich jetzt doch mit dem Auto. Das widerspricht meinen... mir fehlt das falsche Wort. Das widerspricht allem, was ich so eigentlich denke und machen würde. Also halt, ne, Essen holen mit dem Auto, wo ich einfach halt kurz laufen könnte. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf den Regen. Bin die letzten Tage genug nass geworden, tatsächlich auch. Und dementsprechend kratzt auch schon im Hals und die Nase läuft ein bisschen. Also deswegen hole ich mir jetzt mit meinem Auto was zu essen. Von euch möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!